Da ist definitiv noch eine Etage drunter gewesen. Überall da in der Gegend gibt es Klüfte und auch Plattformen. Jetzt bin ich da im Inneren der Burgmauer der Ruine Scharfeneck und spannend, was man da sieht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag vom Kollektiv. Heute sehen wir uns ein Naturschutzgebiet an, nämlich die sogenannte Wüste Mannersdorf. Hier gibt es einige spannende Relikte der Vorzeit zu erkunden. Geröll zugeschüttet, aber definitiv noch eine Etage drunter. Da ist definitiv noch eine Etage drunter gewesen. Das hat aber jemand zugeschüttet. Aus welchen Gründen auch immer. Überall da in der Gegend gibt es Klüfte und auch Plattformen direkt an den Abhängen. Die muten so an,
Es werden hier mal Bauwerke gestanden. Zum Beispiel das hier. Was bei so einer Wanderung durch die Wüste Mannersdorf natürlich nicht fehlen darf, das ist ein Besuch der Burgruine Scharfeneck. Die wurde nach dem Geschlecht der Scharfenecker benannt und es war eine Grenzburg. Noch heute erkennt man, dass hier wohl sehr, sehr dicke Mauern verbaut wurden. Jetzt haben wir endlich einen einfachen Zugang gefunden. Schauen wir uns mal an, die Burgruine Scharfeneck. Interessant ist ja an ihr, dass man nicht weiß, wann genau sie erbaut wurde. Ruinen sind einfach was Faszinierendes. Cool. Da geht's runter. Brettern vernagelt sein, da gibt es ja noch eine Etage tiefer. Da das aber so gut besucht ist, wie man gerade im Hintergrund hört, werden wir uns da verhüten, Grabungen vorzunehmen.
Hier im Zentrum befindet sich die berühmte Zisterne der Burgruine Scharfeneck. Darunter ist ein ganz, ganz tiefer Schacht. Ich zieh gleich in die Schlacht. Jetzt bin ich da im Inneren der Burgmauer der Ruine Scharfeneck und spannend, was man da sieht. Es dürfte eine Art Kamin geben. Es dürfte wirklich so ein kleiner Posten sein, wo sich jemand gescheit eingeheizt hat. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen rauffilmen können. Das dürfte auch noch ein alter, originaler Stützbalken sein. Oh. Schauen wir mal, ob ich ihn rauskriege. Was ist das für ein Rauschen? Da lässt sich bewegen. Oh Gott! Komisch. Aber spannende Ecke. Und das kann mir ja keiner erklären. Das ist nur Luftzufuhr, schätze ich. Also Schießscharte ist das sicher keine. Jetzt machen wir nochmal den Ofen. Müssen wir schauen, ob der Abzug da auch wirklich nach oben raus aufgeht. Steht geschrieben, dass in der Burgruine Scharfeneck anno dazumal die Bevölkerung aus dem Umland Schutz gesucht hat zur Zeit der zweiten Türkenbelagerung. Wenn man sich heute noch die meines Erachtens auch recht gut erhaltene Burgruine ansieht, kann man sich das recht gut vorstellen. Das Gemäuer ist enorm dick und bietet viele Nischen und kleine Verstecke, wo man sich etwas sicherer fühlen kann. So, jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres kleinen Abenteuers. Aber wie ist es mit den Abenteuern?
wahres Abenteuer hat man nur, wenn man auch Entdeckungen macht. Und so haben es wir auch getan. Und so habe ich einen kleinen Schatz entdeckt bei der Burgruine Scharfeneck. Da dürfte es sich dabei um eine kleine Keramikscherbe handeln. Mal sehen, wo man das einordnen kann. Wenn euch die Tour gefallen hat, hinterlasst uns einen Like. Ihr könnt das Video auch gerne teilen und auch kommentieren. Wir freuen uns, euch immer wieder dabei mitnehmen zu können und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.